Ich glaube, ich würde aufhören, Fußball zu schauen. Leute, mir ist langweilig und deswegen möchte ich für YouTube ein Gesundheit-Dari-FHQ-Video machen. Deswegen haut mal alle Fragen, die ihr an mich habt, hier in den Sticker und ich beantworte es euch auf YouTube. Moin Leute! Willkommen auf meinem Kanal oder willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Sky und ich freue mich, euch heute zu einem neuen Video begrüßen zu dürfen, an dem ihr tatsächlich mitgearbeitet habt. Denn ich hatte keine Ideen, was ich in der Länderspielpause machen sollte. Mir ist so langweilig. Das ist traurig. Deswegen habe ich euch auf Insta gefragt, was ihr schon immer mal über mich wissen wolltet oder was ich euch noch nie beantwortet habe auf TikTok oder Insta oder wo auch immer ihr mich fragen könnt. Und deswegen gibt es heute ein FHQ-Video zu allen Fragen, die ihr mir die letzten 2 Tage auf Insta gestellt habt. Wir fangen mal direkt an mit dem Video. Ich habe hier mein Handy, denn mein Gedächtnis ist sehr schlecht. Und ich habe die Fragen tatsächlich noch nicht gelesen, deswegen gucke ich sie mir jetzt an. Denn die Story ist gerade eben abgelaufen. Ich meine, wer kommt eigentlich auf die Idee, um 0.41 Uhr ein YouTube-Video zu filmen? Sky kommt auf die Idee, nachdem sie sich über die Nations League aufgeregt hat, die sie komplett bescheuert findet. Und offensichtlich spricht Sky sehr gerne von sich selbst in der dritten Person. Hat keiner gefragt? Ist aber so. So, fangen wir an. Ist Sky dein echter Name? Nee. Tatsächlich ist mein echter Name nicht Sky. Ich würde mich freuen, wenn ich Sky heißen würde, denn mein richtiger Name gefällt mir persönlich nicht. Mein richtiger Name ist Jasmin. Ja, Punkt. Gut. Bleh. Gehen wir weiter. Wenn du dich für einen Verein entscheiden müsstest, würde ich vermutlich aufhören, Fußball zu gucken. Ich weiß nicht. Ich weiß, viele sagen, man kann nur einen Verein lieben, man kann ja auch nur einen Menschen lieben. Sehe ich anders, denn ich kann sowohl meine Mutter als auch meinen Vater lieben. Warum soll das mit Fußballvereinen nicht so gehen? Aber da hat jeder seine persönliche Meinung. Sagt mir gerne in den Kommentaren, was eure Meinung dazu ist. Kann man 2 Vereine lieben oder nur einen, weil... Bitte begründet mir auch warum, denn hier habt ihr genug Platz dazu. Dankeschön. Ich glaube, ich würde aufhören, Fußball zu schauen. Denn ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, wenn etwas fehlt. Aber das wäre es, wenn ich mich zwischen Leverkusen und Barcelona entscheiden müsste. Ich könnte das nicht. Denn ich würde immer denken, irgendwas fehlt, irgendwas ist nicht richtig. Warum? Warum ist das so? Und mit Leere umgehen kann ich nicht. Deswegen, meine Liebe gilt beiden Vereinen zu gleichen Teilen. Ich würde für beide Vereine lieben sterben. Das ist mir in guten wie in schlechten Zeiten, egal in welcher Liga. Diese Vereine bleiben bei mir in meinem Herzen und bald auch auf meiner Haut. So, ich hoffe, das Thema hat sich damit dann auch erledigt. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, Kommentare. Welchen Beruf wolltest du als Kind mal werden? Das klingt grammatikalisch nicht ganz richtig. Als Kind wollte ich Astrophysikerin werden. Ja, so Sheldon Cooper-Style. Nein, ich war schon immer sehr fasziniert von Sternen und dem Universum, habe mich auch sehr dafür interessiert. Aber irgendwie habe ich mir in der Oberstufe dann gedacht, Physik. Ist mir zu viel Mathe in Physik. Das war mir zu theoretisch und dann dachte ich mir so, nö. Hab dann auch nicht studiert, weil ich wusste nicht was. Hab ich's gelassen. Was eine Aussage. So. Wer ist dein Lieblingsspieler bei Bayer Leverkusen? Charlie. Charles Arangis. Seit, boah, wie lange spielt er bei uns? 5 Jahren, 6 Jahren ist auf jeden Fall mein Lieblingsspieler. Vorher war es Stefan Kießling, davor Simon Rolfes, davor Bernd Leno, davor Jörg Bot. Damit ihr es gewusst habt. Wann hast du mit dem Rauchen angefangen? Richtig mit dem Rauchen angefangen habe ich, bitte vorher, Gesundheitswarnung an meine jüngeren Zuschauer oder auch an meine älteren Zuschauer. Leute, bitte, wenn ihr noch nicht mit dem Rauchen angefangen habt, fangt damit nicht an. Es ist teuer, es stinkt, es macht euren Körper kaputt, es ergibt keinen Sinn und ihr seid dadurch nicht cool.
Tut es nicht. Lasst es einfach. Richtig angefangen mit Rauchen habe ich mit 14. Mit 14. Warum? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Habe aber nie damit aufgehört. Allerdings rauche ich am Tag mittlerweile 2 Zigaretten maximal. Theoretisch könnte ich vermutlich aufhören, aber ich will nicht. Könnte ich ja vielleicht mal eine Challenge draus machen. Ich weiß es noch nicht. Cem, immer du. Ob du Hertha magst? Ja, nee, ist klar. Der Big City Club ist jetzt nicht mein Favorit in Berlin. Sagen wir es mal so. Wie geht es dir? Es ist 0.46 Uhr. Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin müde. Und selbst? Wie geht's dir? Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich hab euch lieb. Wieso Bayer 04? Ich bin da reingeboren. Meine Mutter ist Bayer-Fan, mein Opa war Bayer-Fan, meine Oma ist Bayer-Fan, meine Tante ist Bayer-Fan, mein Vater guckt kein Fußball. Geografische Nähe und durch die Familie. Und ich liebe den Verein. Einfach so, wie er ist. Jetzt kommt man bitte nicht wieder mit Kommerz. Danke, ich liebe euch. Warum ich Bayer-Fan geworden bin? Weil meine Familie das befohlen hat. Warum mein Bruder ist Köln-Fan? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Komischer Typ. So, wie ihr seht, neuer Tag, anderes Make-up, selbes T-Shirt, weil ich habe davon 4. Meine Kamera ist gestern abgekackt und deswegen konnte ich nicht weiter filmen. Daher jetzt nächster Tag, selbes Video. Machen wir direkt weiter mit euren Fragen. Wie alt ist dein Hund Hündin? Mein Hund Hündin heißt Dari, ist ein Mädchen und ja, ich habe mit dir über dich geredet, Hund. Sie heißt Dari und sie wird in 3 Tagen 8. Nee, 9. Du wirst 9, ne? Du hast bald Geburtstag. Ich habe ein Geschenk für dich. Guck mich wie ein Auto. Sie ist, wie gesagt, noch 8, wird 9. Ist ein Mädchen, also eine Hündin. Und ja, ich habe sie aus dem Tierheim Köln-Delbrück. Bin sehr froh, dass ich sie damals adoptiert habe. Sie hat zwar voll ein der Nuss, aber das passt gut zu mir. Gut. Machen wir mal weiter. Deine Meinung zum BVB? Sympathisch. Wie alt bist du? Ich bin 28 und werde im April 29. Jo. 1993 geboren. Ich bin alt. Was ist dein Tipp, Barca Real? ich hoffe auf ein 1-1 oder 0-0. Auf jeden Fall unentschieden, da würde ich mich drüber freuen. Ein Sieg wäre natürlich das Nonplusultra, aber so wie wir aktuell spielen. Belastend. So. Favorite Spiel, das du live im Stadion gesehen hast? Der Abschied von Iniesta. Auch das sehr belastend. Ich habe geholt wie ein kleines Mädchen. Aber sonst würde ich sagen, ich war einmal in Anfield, also Liverpool gegen Arsenal haben die damals gespielt. Das war geil, einfach nur weil Anfield geil ist. Und sonst jedes El Clasico ist es wert. Jedes El Clasico ist es wert. So. Ja, Marvin, ich kenne dich noch. Wann und wo war dein erster Stadionbesuch? Mein erster Stadionbesuch war... Warte. Mit 4. In der Bayer Arena gegen Augsburg. Ich glaube, es war Augsburg. Ich war 4, woher soll ich das wissen? Nee, das war das erste Mal, dass ich im Stadion war mit meiner Tante damals, weil die dafür den Bayer im Kids Club mitgeholfen hat. Und da durfte ich halt dann kostenlos mit ins Stadion. Das hat mich sehr gefreut. Ich war als Kind tatsächlich 2-mal ein Einlaufkind. Einmal in der Hand von Jörg Butt und einmal in der Hand von Michi Ballack. Ich mag Ballack bis heute nicht. Warum? Keine Ahnung. Irgendwie mag ich sympathische Menschen nicht. Alle finden ihn sympathisch und ich mag ihn nicht. Belastend.
Hast du ein Trikot aus der brasilianischen Liga? Ja, ich habe Santos mit Neymar hinten drauf. Mag ich Neymar? Nein. Wieso habe ich es? Sammlerwert. Sammlerwert. Wieso stehst du nicht in der Nordkurve? Ich stehe im Block E1, was hier ist die Nord, also direkt hinterm Tor, und E1 ist hier schräg. Er hat einen relativ einfachen Sinn, denn Fußball ist für mich eine Familienangelegenheit. Und meine Mutter, früher war es ja mein, erst war es meine Tante, da stand ich tatsächlich direkt in der Nord drinne. Dann bin ich beim Opiumsstadion. Mein Opa stellt sich nicht in die Nord. Und jetzt gehe ich mit meiner Mom ins Stadion. Und wir haben, das ist halt unser Stammplatz. Ist okay, Dari. Ist unser Stammplatz, da sitzen wir seit Menschengedenken und ich werde ihn nicht wegnehmen. Das ist ein Familienplatz. Das ist Erbrecht. Deswegen sitzen wir in E1 und nicht direkt in der Nord. Keiner will meine Mutter in der Nord haben, glaub mir. Glaub mir, das will keiner. So, hast du Lama live gesehen? Ja, mehrfach sogar. Für Deutschland und gegen Bayern. Der war cool. Der war klein, aber er war ziemlich cool. Ich habe ein Matchworn-Trikot von ihm. Das ist cool. So. Warum bist du so ein toller Mensch? Ich habe von der Besten gelernt, Vivi. Würdest du jemals sagen, nee, bin ab jetzt kein Leverkusen-Fan mehr? Vivi, wie stellst du dir das vor? Ich werde morgens wach. So. Jetzt kein Bayer mehr. Ha! Nein. Leverkusen ist und bleibt mein Verein für immer und ewig. Bis zu meinem toten Bett und ich will bitte in Blaugrana und Schwarz-Rot beerdigt werden. Danke. Und auf meinem Grabstein soll stehen, weil er ihn nicht die Beine gebrochen hat. Nein, Leverkusen ist und bleibt bei in meinem Herzen und das wird für ewiglich so sein. So. Dennis fragt, gehen wir mal zusammen ins Stadion? Ja. Aber jetzt mal ganz, ganz am Rande. Für alle, die mich im Stadion oder in der Stadt oder weiß Gott, wo ihr mich seht. Ihr könnt mir ruhig Hallo sagen. Das ist gar kein Problem. Das ist, ich freue mich immer, wenn irgendwer mich erkennt und sagt, ah, bist du nicht die von TikTok? Ja. Ja, bin ich. Nein, das ist wirklich kein Problem, wenn ihr mich ansprecht oder einfach mal Hallo sagt. Ich mache auch gerne ein Foto mit euch. Das ist okay. Aber bitte, wenn ihr irgendwo im Stadion mich seht und dann mit eurer Kamera so nah ranzoomt und mir dieses Foto dann auf Insta schickt, ist das hardcore creepy. Bitte macht das nicht. Kommt vorbei, sagt Hallo, ich bin glücklich, ihr seid glücklich. Bitte schickt mir keine creepy Foto auf Insta. Das ist gruselig. Ich bin ein netter Mensch. Ich bin vielleicht ein bisschen distanziert, was einfach daran liegt, dass ich halt einfach so bin, aber ich freue mich wirklich immer, allen Hallo zu sagen, das ist gar kein Problem. Und ihr stört mich auch nicht, auch wenn ich gerade am Vloggen bin. Kommt gerne rein, ich schneide euch dann in mein YouTube-Video, seid ihr halt selber schuld. Oder wartet kurz, bis ich die Kamera wegpacke und sagt dann Hallo, wie ihr euch liebe, es ist gar kein Problem. Mache ich immer gerne. Ich hab euch alle lieb. So. Und Dennis, ja, wir gehen zusammen ins Stadion. Komm in die Bayer Arena. Signal Iduna Park kenne ich schon. Und damit haben wir jetzt, glaube ich, so ziemlich alle Fragen beantwortet, die irgendwie Sinn ergeben haben. Daher danke ich euch, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr noch Fragen an mich habt, schreibt sie unten in die Kommentare oder folgt mir auf Insta, denn so Umfragen kommen öfters mal. Da könnt ihr dann auch mitbestimmen, welche Videos als nächstes gezeigt werden. Ja. Ich freue mich immer auf Feedback von euch, deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Video fandet, ob ihr noch weitere Fragen habt. Und um kein Video mehr von mir zu verpassen, drückt doch auf Abonnieren und aktiviert die Glocke, damit ihr immer benachrichtigt wird, wenn was Neues kommt. Kurzer Spoiler. Am 17.10. ist das Spiel gegen Bayern München, der Bayer gegen Bayern. In der Bayer Arena, das heißt, ich werde vor Ort sein mit zwei Freunden von TikTok und natürlich meiner Mama.
Das heißt, nächste Woche Montag kommt der Vlog zum Bayern-Spiel. Hoffen wir mal auf den Bayern-Sieg. Bis dahin, ich leite dann jetzt noch die Woche alleine leise vor mich hin. Diese Woche kommen noch 2, 3 Videos, einfach weil ich die eigentlich letzte Woche schon hochladen wollte und es noch nicht getan habe. Deswegen wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und diese Woche kommt noch ganz viel von mir. Bleibt gespannt, ich freue mich drauf, ich hoffe ihr auch. Bis dahin, wir sehen uns. Ciao.